Seit 3 Jahrzehnten ist Andi Tauser aus Oberstdorf als Bergführer und Bergretter tätig und hat viel erlebt. Aber was sich kürzlich im benachbarten Kleinwalsertal abgespielt hat, war auch für ihn neu. Grund genug, sich den Vorfall genauer anzusehen. Auch aus Fehlern anderer kann man lernen. Also Erlebnis mit so einer großen Gruppe, dass die in Not geraten ist, das habe ich in der Form nie gehabt, in meiner Bergwacht- und Bergführerzeit nicht. Es ist oft schon mal ein Problem, wenn du eine Gruppe hast mit 10, 12 Leuten, die in den Griff zu bekommen. Und in der Größenordnung verzehnfacht sich das. Fast 100 Schüler von 12 bis 14 Jahren aus Ludwigshafen waren auf einer vermeintlich einfachen Wanderung in Bergnot geraten und mussten teils per Hubschrauber gerettet werden. Wie konnte es dazu kommen? So, jetzt schauen wir mal, was da abgelaufen ist, was da vielleicht auch schief gelaufen ist. Gucken wir uns das jetzt einmal an. Samuel Ritzler, Ortsstellenleiter der Bergrettung von Mittelberg und Hirscheck im österreichischen Kleinwalsertal, war live dabei. So einen Einsatz wie damals oder wie jetzt neulich habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich auch nie wieder erleben. Die erste Meldung, was wir bekommen haben, waren 2 unverletzte Personen am Heuberg gerade abgerutscht. So sind wir ins Depot eingerückt und haben uns dann auch mal Gericht gemacht. Nach dem Rückruf vom Melder war dann gleich mal klar, okay, das ist doch vielleicht ein bisschen was Größeres. Da hat es dann geheißen, ca. 30 Personen, eine Schülergruppe, ist am Heuberg gerade blockiert, kommt nicht mehr weiter, sollte aber relativ einfach mit Seilgeländern wieder zurückgebracht werden. Dann sind die ersten Bergretter von uns mit dem Hubschrauber zur Einsatzstelle gebracht worden. Und dann war für uns eigentlich gleich mal klar, das ist kein alltäglicher Einsatz, das sind doch ein paar mehr Personen. Dann wird die Bergung nicht ganz so einfach, wie der Melder da gemeint hat. Und es ist da oben auch schon so wie so ein bisschen eine Panik entstanden bei den Schülern, weil halt einfach nicht klar war, wie die wieder runterkommen. Denn er war kalt, da ist ein Hubschrauber geflogen, da war es laut. Und wir haben da einfach versucht, wirklich mit jedem zu sprechen, die zu beruhigen, dass da einfach die Panik so gering wie möglich ist. Und natürlich dann auch so ein bisschen triagiert. Also das heißt, wir haben wirklich die, wo da am meisten Angst gehabt haben, wirklich geschaut, dass die eine von den ersten sind, wo von dem Grat runterkommen. An der Wolkengrenze nähert sich Andi Tauser dem Beginn des Heuberggrates, wo das Ganze passiert ist. So, jetzt ist es gleich so, wir waren auf der Forststraße, die war schön breit, aber jetzt ist gleich also ein Wanderweg bzw. ein Bergweg losgegangen, ganz schmal. Und jetzt brauchen wir einfach wirklich die Orientierung. Zum einen mal muss man das jetzt erst schon mal finden. Und dann brauchen wir die Orientierung, wir brauchen die Ausrüstung dazu. Gefunden hatten die Lehrer die Tourenbeschreibung im Internet. Im Text taucht das Wort Feierabendrunde auf, was Medienvertreter zu vorschneller Kritik am angeblich verantwortungslosen Autor verleitete. Doch der Text richtet sich klar an erfahrene Bergsteiger. Und die Schwierigkeit der Tour ist ganz konkret formuliert. Für uns, wo viele in die Berge gehen, ist es schon auch eine Feierabendrunde. Also das kann man schon so sagen, dass man da schnell hochspringen kann. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass man solche Apps oder solche Beiträge wirklich genau durchliest, weil auch in dem Beitrag ist drin gestanden, dass das eine schwere Bergwanderung ist mit Kletterstellen, wo gerade für den Anfänger, wo sonst nie in die Berge ist, sicher zu schwer ist. Als Wanderschwierigkeit wird im Block T4 angegeben. Die auf der Seite verfügbare Definition spricht von exponiertem Gelände, festem Schuhwerk und alpiner Erfahrung. Dazu kommt die Kletterschwierigkeit 1 nach der UIAA-Skala. Und hier wird klar gesagt, Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Werden Berge ohne abschreckende Felszacken und klar ersichtliche Gefahrenstellen von Laien nicht ernst genug genommen? Die Allgäuer Berge bei uns, die werden allgemein unterschätzt. Zählt natürlich da das Walsertal auch dazu. Und es wirkt einfach, wenn man vom flachen Land daherkommt, Wiese, das wirkt wirklich ganz angenehm und vor allem auch nicht gefährlich. Oder? Und das steckt aber im Detail dann drin, dass es eben trotzdem steile Aufschwünge gibt, Fels durchsetzt und dann können eben solche Passagen kommen. Die Heuberg-Tour ist ein Paradebeispiel für solch unsichtbare Gefahren. Aus einer idyllischen Postkartenbergwiese erhebt sich eine unscheinbare Anhöhe. Und genau dieser erste steile Aufschwung wurde zur Mausefalle für über 70 Personen. Eine schmale Pfadspur führt lotrecht nach oben.
Viele der Schüler waren hier bei Regen mit völlig unzureichendem Schuhwerk unterwegs. Selbst Andi Tauser muss auf dem feuchten Steilstück konzentriert gehen. Das ist so eine Schwierigkeit T4. Das ist also normalerweise von Ungeübten, da hättest du sogar ein Seil reinhängen und das absichern. Gerade auch, wenn es jetzt nass ist, weil das, da kann sich schon jemand zumindest verletzen. Aber gerade bei so einer ganz großen Gruppe ist es wichtig, dass ein Erfahrener, der den Weg kennt, vorne weggeht und wirklich die Stellen halt als Erstes sieht und Entscheidungen trifft. Es ist höher und steiler, als es im Bild wirkt. Hände und Füße sind gefordert. Bergauf ist das noch zu schaffen. Bergab und bei Nässe haben Anfänger keine Chance. Die ersten zwei Schüler, die es versuchten, rutschten ab. Und Panik breitete sich in der Gruppe aus. Boah, das ist anspruchsvolles Gelände. Aber gut, ich habe es verstanden. Das Gras und die Bosche, die vermitteln einfach eine gewisse Sicherheit. Aber da mit 100 Leitgang, puh. Viel weiter kamen die Schüler nicht. Hier oben hatte der Lehrer die Gruppe wieder im Griff und wollte umkehren. Aber es gab kein Zurück. Ja, jetzt sind wir da über der Steilstelle drüber. Da ist dann auch entschieden worden, umzudrehen. Man kann das da sehr gut erkennen. Es ist zwar nicht, dass das gefährlich aussieht. Das wirkt eigentlich ganz harmlos. Aber wenn man da so runterschaut, da geht es richtig steil runter. Und auf beiden Seiten. Und da verletzt man sich stark. Beziehungsweise da kann Schlimmeres passieren. Kurz darauf ist der Gipfel des Heubergs erreicht. So, das ist der Kopf da vom Heuberg, oder? Bis dahin ist die Gruppe gar nicht gekommen, also die haben da unten schon abgebrochen. Aber halt leider zu spät, oder? Weil das Umkehren, das ist auch wichtig, das muss man rechtzeitig erkennen. Und in dem Fall war es halt zu spät. Der Bergführer zieht ein klares Fazit aus der Sache. Ja, wenn man das Gesamt jetzt einmal so anschaut, dann war es eine Aneinanderreihung von ungünstigen Entscheidungen. Und angefangen hat es schon bei der Recherche, mal, da steht UIA1 drin, beziehungsweise T4, und da wäre eigentlich die Tour für die Gruppe schon rausgefallen. Dann geht es weiter, dann ist sehr wichtig, dass bei so einer Gruppe jemand vorne weggeht, der das ganze Gelände beurteilt, Entscheidungen trifft, ob man weitergeht oder ob man umdreht. Und das ist in dem Fall halt leider zu spät gekommen, beziehungsweise sind die Kinder vorangegangen. Das Gute ist an der Geschichte, dass es relativ glimpflich abgegangen ist und man hoffentlich aus der Geschichte was lernt. Bergwanderungen müssen besonders gut vorbereitet sein, sonst wird es schnell lebensgefährlich. Und wer sich selbst vor Ort nicht auskennt, sollte erfahrene Einheimische fragen.